können wir vielleicht hoch? Können wir die vielleicht hoch? Irgendwo, ja, doch, da könnten wir hoch. Ich will rutschen, weil ich halt ein kleines Kind bin. Und natürlich Lust an solchen Spielen habe. Ja, so hoch damit. Aber jetzt wird das ja noch rücken. Bitterböses Achievement ist. Jeha! Mann, ist die schnell! Ja, jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir lang gehen. Ich glaube, wir gehen erstmal in diese Richtung, damit ich mich nicht verlaufe. Und so lange trinken wir nochmal einen Schock. Könnte ich da vielleicht hochklettern? Ja, könnte ich. Looks like we have found the first. Take it. Quick. So, weiter geht's natürlich in Krabbeltempo. Wir sind gar nicht da. Klingt nach einer sehr fröhlichen Spielplatzerinnerung. Krabbeln! Schneller. Mal gucken, was es hier hinten Schönes gibt. Aha. Ich glaube, man hat schon eine Ahnung. Wir müssen das da irgendwie mit das da runterkriegen. Dafür müssen wir da irgendwie hochklettern, oder was? Okay, so, hier, so halb. Kommen wir da irgendwie rum? Ich krabbel da auch gerne hoch, wenn es sein muss. Ich komme nicht rum. Aber das muss doch irgendwie. Oder müssen wir vielleicht von hier? Was ist das da? Ich mache hier auf dem da drauf und dann. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ne? Ey, ich habe gesagt, öffnen! Ach, das Ding auf! So. Haha! We have it. So, wir auf Krabbeltempo. Krabbelgeschwindigkeit voran. Windelwarp. Ach nee, ich glaube, das wäre was anderes. Und solche Töne werde ich jetzt bestimmt nicht machen. Nein. Warte mal, den können wir wegziehen. Und hier ein bisschen rumziehen. Und so, und dann könnte ich doch darunter durch. Nicht hochklettern ist nicht. Klettern ist nicht immer die Lösung. Okay. Wir sind mutig. Teddy! Teddy knuddelt mich. Das ist ein Glücksbärchi. Wenn man es fest genug drückt, kommt all die Liebe raus. Das hoffen wir auch, dass die noch okay ist. Okay, da müssen wir erstmal rumgehen. Nicht runterspringen. Runterspringen sieht nicht nach der richtigen Lösung aus. Noch nicht. Wahrscheinlich fallen wir gleich runter. So, dann drücken wir ihn wieder. Oh, guck mal, der sieht so traurig aus. So, weg mit dem Brett. Und auf damit. Oh. Junge, schwer. So, das heißt, jetzt müssen wir ja eigentlich da irgendwie den Turm hochgehen. Skateboarder hier auf dem Spielplatz, das ist aber nicht nett. Die haben hier aber nichts zu suchen, die können in den Skatepark gehen. Irgendwas kommt. Nein, nicht die Tür zu! Jetzt kann die Tür zu. Ich hab gesagt, jetzt kann sie zu. Schneller! Let's go, kleiner Freund. Teddy, sag mal wieder was. Teddy sagt gar nichts. Teddy ist schweigsam wie ein Grab.
So, okay, und jetzt können wir da irgendwie drauf klettern, oder wie? Ja, von hier. So, wir kommen auf den Turm. Da, unser kleiner Turm, Max. Ob er stirbt, wenn er runterfällt. Es laust mich fast, das auszuprobieren. So, von der höchsten Sprosse. Aber ich glaube, das unterlasse ich mal lieber. Okay. Ne, wir müssen erstmal hier durch. So, Turbo-Modus. Und wieder höher. Die bitterböse Welt hier will uns anscheinend loswerden. Wir tun ihr doch den Gefallen und hauen auch langsam ab. Auch diese Eulen. Und schon wieder ein schönes Bild. Wieder eine Erinnerung. Unser Teddy irgendwie oder was das ist? Keine Ahnung. Teddy, Schaukel. Verzeihung. So, da machen wir jetzt auch den Turbogang und krabbeln hier einfach mal schnell rüber. In die nächste Sequenz, würde ich sagen. Hui. All right then, one more time. But that's it. Oh, unsere Spieluhr. Wieder ein Schlüssel, den wir brauchen werden. Okay, interessant. Yikes, ist das hier bunt. Oh, finally. We must be getting closer. Ja. Turbo! So, auf. So, da gehen wir jetzt durch. Nein, natürlich gehen wir hier durch. Immer schön in die dunklen, finsteren Röhren reinklettern. Das ist. Das Kind spült sich einfach mal selbst die Toilette runter, statt seine Häufchen. Es ist auch eine gute Methode. Yeah, und das heißt es. Speicherpoint. Was? Waren wir hier nicht schon mal? We made it back. Ach, du läufst. I didn't believe in the evil before all this. Feiner Bär. Dass wir zurückkehren. Schon wieder! We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Yes! Was erwartet uns jetzt hier drinnen? Ach ja, wir haben jetzt das Spielzeug. Wahrscheinlich ist es jetzt der zweite Schlüssel. Your mother. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Ja, haben wir vor. I know we will. Ah, jetzt funktioniert's. Well, you know the ropes by now. So, zack zu. Chorakiyakyo, komm, Matthew. So, jetzt. Komm, Steam Machine. Yeah. Ha, reicht. Okay. Das sagt uns ja ungefähr, wie weit das hier noch gehen wird. Teddy macht den nächsten Abschnitt auf. Ah, ich werde es aber wahrscheinlich trotz einem mit zwei Sessions aufnehmen. Come on, we have no time to lose. Richtig. Oh, fein, jetzt wäre ich hier. Whenever you're ready. Yes, I'm ready to rumble. I'm ready to bubblegum. So, hui, ab nach unten. Okay, okay, okay. Gucken wir mal, was uns jetzt noch erwartet. Gucken wir mal, ja. Passt noch, passt noch. Früh am Morgen, wo ich das aufnehme. Da schaue ich, dass ich noch halbwegs wach bin, aber andere Zeit habe ich leider im Moment nicht zum Aufnehmen. Gefunden. So. Wir nehmen die Kerze natürlich mit, weil es ist eine Kerze. Die brennt. Hallo? Wir gehen mal wieder ein bisschen schneller voran. Wir haben doch keine Zeit! Ja, immer das Gegenteil tun von dem, was man gesagt bekommt. Umgekehrte Psychologie muss da angewendet werden. Wir sollten viel leer machen. Okay, okay, okay. Sag nicht, hier wurden wir getauft.
Das ist auch so etwas, was ich so ein bisschen fragwürdig finde. Wenn jemand glauben will, sollte er seinen Glauben selbst, Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Aha. Ich glaube, wir brauchen ein paar Puzzleteile, oder? Dann suchen wir die doch mal. Sup. Ich glaube, hier geht's lang. Nee, da geht's nicht so ganz lang irgendwie, hä? Okay. Bin gerade etwas irritiert. Wie gesagt, im ersten Blick hat mich das so ein bisschen an das Taufen erinnert und was ich da sagen wollte. Also, wer glauben möchte, ach, da oben ist ein Puzzleteil. Der soll es auch, aber ich würde zum Beispiel, das ist meine persönliche Einstellung dazu, ich würde ein Kind nicht taufen lassen, bis es alt genug ist, selbst zu entscheiden, ob es getauft werden möchte. Wenn es den Weg des Glaubens gehen mag, dann gut, jeden seine eigene Entscheidung, sage ich mal so. Würde ich jetzt nicht unbedingt gegen sein, aber ich bin halt kein Freund von Glauben. Das hat man ja vielleicht auch schon in ein oder anderen Projekten mal mitbekommen. Glaube ist aus meiner Sicht doch mit das Schlimmste, was der Menschheit geschehen konnte. Und leider auch weiterhin geschieht. Wie viel freundlicher es stellenweise wäre. Guck mal, hier nicht irgendwo. Hier muss auch rum. Guck mal, Bärchen. Ich glaube, wir stecken erstmal das erste Puzzleteil da rein. Und wie gesagt, ein Kind einfach so, es ist jetzt auf der Welt, muss getauft werden, verbuff. Nee, wenn soll das Kind selbst entscheiden, welchen Glauben es denn mal haben möchte. Das könnte dahin gehören. Ah. Das ist ein Feuerpuzzlespiel. Es verbrennt die Wurzeln. Und wir kommen hier rein. So, mal gucken dann auch. Ein paar Minuten haben wir noch, wo dann der nächste Save Point wäre. Genau an dieser Stelle, aber ein kleines Stück müssen wir noch. Auf jeden Fall haben die sehr viel Fantasie. Das gefällt mir richtig gut. Also den Spielentwickler mag ich sehr gerne jetzt schon. Und bin auch gespannt, wie das Spiel hier weitergehen wird. Wie gesagt, auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Haltet bitte Ausschau nach dem kleinen extra Video, was ich machen werde, das werde ich wahrscheinlich gleich hier im Anschluss noch aufnehmen, mit Licht an. Wo ihr dann halt die Möglichkeit habt, den Key, den ich jetzt über habe, zu gewinnen. Kleines Giveaway. Und wie gesagt, ich hoffe, dass da alles funktioniert. Ich habe den Key zwar versucht, aber wie gesagt, ich besitze es ja, dementsprechend müsste er ja noch voll funktionsfähig sein. Wurde mir auch dann gezeigt, wir haben das Spiel schon. Ja. Weil man hätte ja auch was anderes sein können, Zusatzinhalt, ne? Was haben wir denn da? Okay. Kommen wir da drauf? Ja, kommen wir. Dann kommen wir doch schon noch da drauf. Und weiter. Immer weiter. So, nicht, dass das uns gleich auf den Kopf fällt. Okay. So, hier sieht es alles so friedlich aus irgendwie. Krabbeltempo. Komm. Und wir setzen langsam ein kleiner Speicherpunkt. Wäre dann doch jetzt mal langsam nett. Hier drauf vielleicht? Sieht so aus. So, da haben wir es geschafft. Sie haben das Verzauberwort nicht gesagt. Wow. Hui, großer Sessel. Großes Feuer. Feuer aus. Ja, da hat sich was eingepieselt. Der Kamin hat sich nass gemacht. Hier ist alles irgendwie sehr nass. Sieht was aus wie so Tree Guards oder so ein Kram. So, mal ein bisschen flotter wieder. Zack. Blub. Gleich kommt das Sumpfmonster und frisst uns. Ja, irgendwie wirklich so ein bisschen erinnert es mich hier an Alice Madness Returns.
Finde ich aber sehr gut. Also, wie gesagt, passt alles, passt alles. Hallo, ich suche einen Push-L. Können wir uns hier vielleicht schrumpfen? Na komm, ein Stück noch. Jawohl, durch geht's. Yeah, Puzzleteil. Zack, und da sind wir wieder hier, wo wir hergekommen sind. Oder, oder? Ja, doch, doch, doch. Hier müssen wir wieder hergekommen sein. So fast. So, drauf da. Und drauf da. Und schön weiter klettern. So, irgendwo hier. So, geht es jetzt hier rüber oder was? Ah, da durch geht's. Wo sind wir denn nun? Ah, jetzt sind wir da, wo wir hergekommen sind. Ach, wir können auch laufen. Guck an der Schau. Gut zu wissen. Jetzt rennt der Kleine. Krabbeln wäre wahrscheinlich trotz allem noch ein Ticken schneller. Und der kann anscheinend nicht dauerhaft. So, jetzt zack, K.O. Das setzen wir noch ein. Dann sollten wir auch den Speicherpunkt haben. Und dann, wie gesagt, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Beziehungsweise, weil... Ah, hier hätten wir jetzt zum Beispiel auch schon einen. Aber das werden wir jetzt noch machen. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Das Spiel... Schaffen wir. Lauf, Kleiner, lauf. Lauf, lauf, lauf. So. This place feels... Let's not dwell here for too long. So, auf wie geht's in die nächste Richtung. Und so, sobald es jetzt saved, machen wir unsere Aufnahmepause. Die wohlverdiente. Nicht in den Brunnen fallen. Oder nicht aus dem Brunnen trinken. Saving! Ja, und an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es soweit hat es euch gefallen. Wie gesagt, haltet auch schon nach dem kleinen Video, wo es einen Key hierfür zu gewinnen gibt für Steam. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Among the Sleep. Euer Herr Okami. Tschüss!